Ostern ist nicht mehr weit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie haben es gerade gesehen und damit herzlich willkommen bei Blooms TV. Ich persönlich liebe es ja, die Wohnung an diesen Tagen festlich zu schmücken. Und wenn man zum Osterbrunch oder einem Familienfest eingeladen wird, ist ein kleines selbstgemachtes Osternest oder auch ein Frühlingsstrauß genau das richtige Mitbringsel. Wie solche Ostergeschenke aussehen können, zeigt uns heute die Blooms-Expertin Mandy Krei. Hallo, heute zeige ich Ihnen drei schöne Ostergeschenkideen. Für die erste benötigen Sie einen Luftballon, Pinsel, Farbe, Tapetenkleister und diese schon klein gerissenen Zeitungspapierstückchen. Am Anfang nehme ich mir den Pinsel und fange an, den Luftballon mit dem Kleister anzupinseln. Dann werden die Zeitungspapierstückchen darauf geklebt. Bei dem Pinsel ist es wichtig, darauf zu achten, dass man einen breiten nimmt, damit es schneller geht. Damit diese Form genügend Stabilität bekommt, ist es sehr ratsam, einen Tapetenkleister zu nehmen, der für starke Tapeten gedacht ist. Außerdem sollten Sie mehrere Schichten Zeitung übereinander legen. Wenn der Luftballon über Nacht getrocknet ist, sieht er so aus. Jetzt kann er bemalt werden. Ich habe mir dazu diesen lila Ton ausgesucht. Man kann natürlich auch andere Farbe nehmen, um den Luftballon zu bemalen, zum Beispiel Aquarellfarben. Dann blitzt diese Schrift ein wenig durch von der Zeitung. Es gibt dann auch einen ganz schönen Effekt. Wenn ich den Luftballon fertig bemalt habe, dauert es circa eine halbe Stunde, bis die Farbe getrocknet ist. Und dann kann man den nächsten Schritt wagen. Nach einer halben Stunde ist der Luftballon getrocknet. Dann können wir den aus dem Tontopf herausnehmen. Mit der Schere können Sie den nun zum Platzen bringen. Und so ist eine wunderschöne Nestform entstanden. Diese Nestform befüllen wir natürlich noch. Ich habe mir dazu überlegt, ein Hornveilchen zu nehmen. Man kann natürlich auch andere Pflanzen dafür verwenden, die im Frühling blühen. Um den Topf muss allerdings noch ein Gefrierbeutel gelegt werden. Den schneiden Sie ungefähr in der Hälfte ab. Und setzen das Hornfeilchen einfach hinein. Das macht man dafür, dass kein Wasser in diese schöne Form dringen kann und sie dann kaputt geht. Zuletzt nehme ich mir diese Papierschnipsel, die kann man einfach schreddern und hat dann sozusagen zeitungspapierfarbiges Ostergras. Dieses Ostergras wird dann noch außen herumgelegt, damit der Topf von der Pflanze nicht mehr sichtbar ist. So sieht dann die fertige Idee aus. Natürlich kann man dieses Nest auch anders verwenden und zum Beispiel Süßes hineinfüllen. Auch eine tolle Geschenkidee zum Frühling ist ein Türkranz. Ich zeige Ihnen heute, wie wir einen ganz besonderen machen mit Eiern und Kleister und diesem Kranzrömer. Die Eier mache ich dafür erstmal kaputt und breche sie in kleine Teilchen. Man braucht für diesen Kranz circa 30 bis 35 Eier. Diese Eier können Sie bei jedem Floristen bekommen oder auch im Bastelbedarf. Natürlich ist es auch gut, wenn Sie nach dem Pfannkuchenessen zum Beispiel die Eierschalen einfach behalten und sammeln. Der Kleister wird nun dazugegeben. Es ist ein starker Tapetenkleister. Es ist wichtig, dass die Eierschalen ganz von dem Kleister bedeckt sind, damit die Masse hinterher gut auf dem Kranz hält. Zum Bestreichen des Kranzes ziehe ich mir diese Einmalhandschuhe an. Zum einen, damit man sich die Finger nicht so dreckig macht.
und zum anderen, damit die Schalen nicht so an den Händen kleben bleiben. Ich nehme mir einen Pinsel dazu, damit wird der Kranz erstmal ein bisschen bestrichen. Das kann schon schön dick sein. Der Kleister trocknet hinterher und wird durchsichtig. Den wird man hinterher nicht mehr sehen können. Den Kranz habe ich nun fertig beklebt. Der hatte über Nacht Zeit zum Trocknen. Aber da fehlt jetzt noch ein bisschen Blumenschmuck. Dazu bereite ich mir so ein Glasröhrchen und diesen Aludraht vor. Den Aludraht bekommt man in ganz verschiedenen Farben bei jedem Floristen. Die Enden werden spitz angeschnitten und der Draht wird um dieses Röhrchen drumherum gewickelt. Dann dreht man den Kranz um und versieht ihn mit einem Band zum Aufhängen. In unserem Fall passt dieses lilafarbene ganz gut dazu. Sie können natürlich auch anderes nehmen. Manchmal hat man ja so Bandreste noch zu Hause. So, den Kranz muss ich einmal aufhängen, damit das Wasser ins Röhrchen gefüllt werden kann. Ich habe mir für den Blumenschmuck an dem Kranz überlegt, die Iris zu nehmen. Die Iris ist eine ganz tolle Frühlingsblume. Natürlich kann man aber auch andere Blüten nehmen. Zum Beispiel Tulpen oder Narzissen. Zum Kaffee bringt man natürlich immer gerne was mit. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man ein kleines Gesteck macht zum Verschenken. Dazu nimmt man zuerst so einen Steckmassezylinder, der ist jetzt im Durchmesser 8 cm breit und legt den aufs Wasser. Den Steckmassezylinder legt man nur aufs Wasser, man darf ihn auf gar keinen Fall runterdrücken, weil er sich sonst nicht richtig mit Wasser vollsaugen kann. Nachdem sich der Zylinder vollgesaugt hat, kann ich ihn jetzt wieder aus dem Wasser nehmen und am besten auf so eine Unterlage stellen. Ich habe mir für dieses Gesteck die Hyazinthen ausgesucht, das ist eine ganz tolle Frühlingsblume. Die duftet auch ganz schön. Davon stecke ich jetzt 3 Stück ganz vorsichtig in die Steckmasse. Als nächstes nehme ich mir diese Kirschbaumzweige, schneide die auch etwas kürzer und stecke die so in die Mitte. Für dieses Gesteck eignet sich sehr gut so eine Müslischale. Da man den Rand von dem Steckmassezylinder noch sehen kann, nehme ich solche Wachteleier und lege sie außenrum. Diese Wachteleier kann man zum Beispiel beim Floristen bekommen oder aber auch im Bastelladen. Wenn alles bedeckt ist, kann man am Ende noch 1-2 Federn mit ins Gesteck reinlegen. Im Vorfeld habe ich mir solche Eier fertig gemacht. Da steht dann auch direkt gleich ein netter Gruß drauf. Und die werden einfach mit einer Wäscheklammer an diesen langen Zweig befestigt. Ja, wirklich ganz, ganz tolle und auch originelle Ideen, die wir hier gerade im Film gesehen haben. Und vor allem auch für die umsetzbar, die vielleicht jetzt nicht die große Erfahrung haben im Dekorieren. Und bei uns ist jetzt Blumsfloristin Mandy Krey. Du hast diese ganzen Dinge entwickelt und entworfen und hast auch mit diesem Luftballon gezaubert, diese tolle Schale. Wenn Ostern jetzt vorbei ist, sag an, was kann man da sonst noch mitmachen? Man kann es natürlich als Aufbewahrungsmöglichkeit nutzen, zum Beispiel für Kekse oder etwas zum Naschen oder aber auch Obst. Könnte ich das denn theoretisch auch bepflanzen? Natürlich, das geht auch. Man muss nur vorher darauf achten, eine Folie reinzulegen, damit kein Wasser durchlaufen kann. Stimmt, weil ich muss die Blumen natürlich auch gießen. Genau, das ist es. Was würdest du denn empfehlen, was kann ich reinpflanzen? Was für Blumen empfehlen sich da? Im Frühjahr oder für Ostern empfehle ich da auf jeden Fall Frühlingsblüher, klassisch Narzissen oder Hyazinthen.
Das sieht immer toll aus. Super, Mandy. Danke, dass du heute bei uns warst. Tolle Tipps. Dankeschön. So, liebe Zuschauer, jetzt kann Ostern also kommen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall wunderschöne Festtage zu Hause, bei der Familie oder wo auch immer Sie sonst sein mögen. Ja, in der aktuellen Blumenausgabe, die Sie im Zeitschriftenhandel und in ausgewählten Blumenfachgeschäften und Gartencentern bekommen, finden Sie viele weitere dekorative Ideen, die das Osterfest natürlich noch viel, viel schöner machen. Viel Spaß also beim Lesen und natürlich auch beim Dekorieren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Schneiders.